Schöne obligatorische Pause. Eigentlich viel zu kurz, aber egal. Hallo, Sims. Hallo. 4. CS. Metal. Moin. Wir sind dabei. Kleiner Funfact am Rande: In den letzten Parts hattest du überall obligatorische Pause drin und bei keinem war sie abgeschnitten. Ja, das ist ja schon mal gut. Ist ja schon mal schön. Dass ich die obligatorische. Ich mach die obligatorische Pause jetzt einfach nicht mehr. Und dann wird's wieder passieren, einfach aus Prinzip. Ja. So, du kümmerst dich gerade gut um das Tier. So, und jetzt hebst du das Fickding hoch und dann bringst du es runter. Weil das Ding kann er selber nicht runter, weil es dumm ist. Fucking retardes Gato. So. Ja, es geht. Er wollte mir eine Gatze hier absetzen. Er war eine Katze, Junge. Er war eine Gatze, bitte. Gatze. Danke. Oh, sie ist glücklich. Das ist schon mal schön. Das eine Ding ist übrigens kaputt. Ja, ich seh's. Das wird die danach fixen. Kannst du die Katze auch zur Arbeit schicken? Ich glaube leider nicht. Gott, sie ist so Sims 2 ging das und 3 glaube ich auch. Tierängste. Oh. Ich glaube, du musst. Sie hat Angst vor Musik. Du musst leider alle Musikteile im Haus verkaufen. Ja. Okay. Alle weg. Alle weg. Pack dir unten irgendwie rein oder willst du sie wirklich verkaufen? Ich würde sie jetzt wirklich verkaufen. Okay, dann kannst du auch endlich eine Hamsterratte kaufen. Ja. Ach, weißt was? Miola ist da. Einen gebe ich den da unten. Dann können die sich da gönnen. Ja, Mann. Und wenn er kaputt ist, dann müssen sie es auch selber reparieren. Müssen sie klarkommen. Und dann sterben sie, wenn sie es machen. Hamster. Hey, das geht in Tiermöbel. Hamsterli. Gibt es noch andere Mistviecher? Ich weiß es nicht. Tiere. Geh einfach mal durch dieses Tierding ohne deinen Filter. Wie? So? Einfach das da löschen. Ja, und jetzt nochmal auf dieses Kratzbaum, der ist ja gerade ausgewählt. Ah ja. Hamsterli? Ah ja, Moment, ich muss so ein kleines Ding wenigstens den der Katze Gatze noch kaufen. Die hat doch schon eins. Nee, von den Dingen hat sie noch nichts. Sie hat einen Kratzbaum. Ein Kratzbaum, ja, aber nichts, wo sie drauf springen kann. Das braucht sie. Kauf ihr einfach einen fucking Karton. Gibt's hier Kartons? Dann kaufe ich hier nicht einen. Weil Kartons mögen Katzen eh mehr. Das weiß ich, ich habe meinen eigenen gelernt. Stellen wir doch hier neben den Tisch. So. Hamster. Hamsterli. Igelchen. Ja, genau. Ratti. Igel. Ratti. Bubalu. Was? Bubalu. Entschuldigung, was? Was? Ich glaube, das ist das Meerschwein. Das kann sein. Das ist viel zu lang. Oh, Void-Kreaturen. Oh, das ist eine Void-Kreatur. Wir nehmen Hamsterli, okay. Oder? Ja. Es gibt ja keine Meerschweine dann, willst du mich verarschen? Anscheinend nicht. Direkt zurückgeben, ey. Muss ich Hamster quälen. Machen wir das Rosa, ne? Das passt doch. Okay, ich habe zu viel Rosa, wir machen Orange, das ist auch eine komische Farbe. So kommen sie, glaube ich, noch durch, oder? Oder warte mal, die haben ja unten noch Platz. Stell mal hier in die Ecke, ein Hamster. Zack. So. Jetzt haben sie noch mehr Tiere, um die sie sich kümmern müssen. Du gehst jetzt mal runter und kümmerst dich um den Hamster. Umbenennen! Hamsterli. Wie nennen wir den? Huawei. Huawei? Ja. Huawei. Mate 10 Pro. Was? Mate 10 Pro. Mate 10 geht nicht. Mate 1. Dann ist es das Mate 7. Mate 7. Aber das ist doch ein guter Hamster, ne? Ich muss, damit ich keine Copyright verletze, so meine. Dann mach einfach M8 anstatt Mail auch. M8 Pro? Huawei Mate 8, Passt nur noch die drei Buchstaben hin. Ja, Metal. Metal, ja, das ist leider 5 Buchstaben. Kappa. Also nein, du sollst nicht Metal schreiben, mit Metal meinte ich, ist okay. Freilassen. Nein. Ehre. Beobachten. Reden. Anbrüllen. Beschimpfen. Nach Tagfragen. Mach mal Tagfragen. Und dann mach nach Nagern fragen. Und dann mach reden mit einfach. Ach, spielen mit, genau. Und dann einfach beschimpfen. Spielen mit. Und dann mach nochmal. Nee, das dafür bist du zuständig. Dann mach reden mit. So. Du kümmerst dich jetzt ein bisschen um das Tierchen, weil ansonsten wird es keiner tun. So, wie geht's dir dabei? In 3 Stunden muss sie ihr Scheiß fertig haben übrigens. Jo. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ja, davon gehe ich auch aus, um ehrlich zu sein. Hoffentlich gibt es eine richtig schöne fette Vertragsstrafe, wo du schon 10.000 bezahlen musst. Ah, oh, sie spielt mit dem Ball. Keine Ahnung.
ein süßes Tier. Ich glaube, es ist ein R. Ja. Ich glaube, er war kastriert. Werden weibliche Katzen eigentlich kastriert? Hä, was? Werden weibliche Katzen auch kastriert? Ja, aber ich weiß nicht, ob es kastriert heißt. Ja, doch, ich glaube, es heißt kastriert. Oh. Oder es ist einfach nur sterilisiert. Okay. Kätzchen. Ach, stimmt, sterilisiert. Das ist bei weiblichen Katzen, glaube ich. Loben. Streicheln. Mit Laserpointer spielen. Mit Laserpointer spielen. Was war das? Tierobsession. Wie die meisten Tiere kann auch erworbene Gatze auf unerklärliche Weise von Dingen rund ums Haus besessen sein. Oh. Sie redet mit der Katze. Bei dir alles okay? Du gehst noch schlafen. Nee, du gehst nicht schlafen. Du gehst auf Toilette, bevor du in die Schule musst, Brudi. Er muss eine Kotung initialisieren. Ja. Dringend. Ich meine, er muss gleich zur Schule. Wo ist Gazi? Der Kühlschrank stinkt. Wie sieht's bei dir aus? Deine Energie passt. Verdorbenes Essen aussortieren. Frühstück servieren. Oh, Frühstück. Nein, warte mal, das war bei Kochen. Ich bin blöd. Soll ja eine gescheite Portion machen. Mach mal Grillkäse. So richtig gesund. Ach, verspielt ist er. Ich denke die ganze Zeit, er ist kokett, Alter. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, bei dem Alter kann er nicht kokett sein anscheinend. Ach, war sie gerade auf Toilette? Sie war auf Toilette. Alter. Pinnwand voll. Ja, okay. Hast du auch endlich mal. Zum zweiten Mal, glaube ich jetzt. Boop. Ich hatte es in den letzten vier Parts zweimal. Ja, läuft bei dir. Katzenklo säubern. Machst du nach dem Essen machen dann. Das heißt, sie kann erstmal noch nichts essen dann auch. Wo ist Gatzi? Wo ist Gatzi? Ich sehe Gatzi nicht. Ach, da ist Gatzi. No. Danach lobst du Gatzi und streichelst. Wo geht? Freundschaft anbieten. Loben. Nicht ausschimpfen. Was ist denn los mit dir? Kennenlernen. Machst du auch positive Dinge mit dem Tierchen. Na, schaffst du es noch vor 9? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, es geht schnell. Es geht schnell. Nee, ich glaube, das geht sich knapp nicht aus. Oh, munter. Okay. Gatzi ist munter. Gut zu wissen. Es ist nicht möglich, irgendeinen roten Faden zu finden. Okay. Blabla, Vertrag aufgehoben. Dürftiges Sümmchen wird trotzdem... Oh, wir haben sogar ein bisschen Geld gekriegt dafür. Schade, ich dachte, das wird alles geklaut. Ja, ich dachte auch, aber anscheinend nicht. So, jetzt hast du es überarbeitet, das heißt, du hast es wahrscheinlich im Inventar. Bitte hab's im Inventar. Ja. Qualität Bestseller. Das wird veröffentlicht. Kannst du es nicht einfach an dem Telefon machen? Nee, ich glaube, es geht nur über Posting. Freundschaft geschlossen, yes. Sie mag das Tierchen, das ist gut. Und es gibt sozial. Genau das, was sie noch gebraucht hat. Perfekt. Katzen sind Katzen. Katzenladies, Alter. Oh, sie ist tatsächlich doch noch anscheinend. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Kühlschrank? Wieso geht das nicht in den Kühlschrank? Hä? Wieso ist es jetzt trotzdem im Kühlschrank? Das war rot markiert. Egal. Juckt nicht. Hauptsache, es hat funktioniert. Was ist bei dir mit deiner schulischen Leistung? Ausgezeichnet. Er kann 5 Tage Urlaub nehmen übrigens. Das heißt, er muss es nicht mehr zu... Chilliges. Er ist in 3 Tagen gealtert. Ich glaube, er altert am Sonntag. Ja, also die komplette nächste Woche wird er keine Schule haben. Sorge ich dafür, dass er frei hat. Okay. Danach, Hygiene braucht es eigentlich nicht. Attentiemenbericht. Der Untergang ist nochmal hoch. Gegangen. So neid. Danke, ironischerweise ist der Untergang hochgegangen. Danach machst du eine nachdenkliche Dusche, dann bist du nämlich inspiriert. Nee, das... Gut, okay, mach das jetzt erstmal. So, und kümmerst du dich jetzt um Katzi? Zur Arbeit gehen. Ah, sie muss zur Arbeit. Ja, nee, Katzi geht vor. So, und wenn du damit fertig bist, gehst du auf Toilette. Meine Fresse. Müssen die denn immer alles machen, hey? Ich soll mal chillen hier. Okay, sie geht zur Arbeit. Das hier packe ich in einen Kühlschrank. Und hast du noch den leeren Teller in den Kühlschrank gepackt? Habe ich, ja. What the fuck? Es ist draußen in der Welt. Chantal enthält bescheidene Tantiemen. Okay, sie ist zur Arbeit. Wie ist deine Arbeitsleistung? Ausgezeichnet. Ah, aber du hast das Level der Charisma-Fähigkeit noch nicht. Das habe ich vergessen gehabt. Fleißig arbeiten. Hast du Bandwürmer?
Hey, eklig. Pfui, das ist echt unangenehm, weil Müll geleert hat. Oh, du dumme Fotze! Was macht Oh, guck mal, die Katze macht Katzensachen. Oh Gott, ey. Hm? Macht sie tatsächlich. Süß. Gott, ich hasse diese Tiere. Süße Tierchen, ey. Dann. Ist sie eigentlich komplett glatt oder warum leuchtet die so? Ich glaube, sie ist tatsächlich viel glatter, als sie sein sollte. Und danach schreibst du ein Genrebuch und zwar. Über Katzen. Ein verspieltes Buch. Könnte ein verspieltes Buch schreiben. Nee, Fantasy, mach mal. Oh, Gatzi, was ist denn los? Kümmer dich erstmal um Katzi. Mit Laserpointer spielen. Reden. Streicheln. Umarmen. Hat das loben. Katzen viel Futter? Kennenlernen, gute Frage. Nein, hat's nicht. Schüssel füllen. Das machen wir danach dann auch noch. Oh, ihre Warteschlange ist voll. Mach hin! Ich glaube, ich lösche ein paar von den Sachen, damit das Futter schnell kommt. Was? Aber es wird gleich mit der Katze geredet. Doch, doch, aber nachher. Reden. Miau, miau. Macht sie. Streicheln. Es ignoriert sie einfach das, was ihr gesagt hast. Es macht einfach das, was sie will. Fotze. Kennenlernen. Wo geht umarmen? Da geht umarmen. So, okay. Das reicht dann. Danach gehst du nachdenklich duschen und dann schreibst du einen Fantasy-Roman. Oh, die Katze ist rot. Die Katze ist tatsächlich rot. Warum ist die Katze rot? Kannst du gucken, was die Katze will? Nein, kann ich nicht. Du kannst nicht auf die Katze draufklicken. Warte mal, vielleicht. Was ist los? Zack, zack. Das ist wichtiger, damit es ganz gut geht. Hör auf zu duschen, Fotze. Brich das jetzt endlich ab. Okay. Warum kannst du nicht auf die Katze drücken? Das interessiert mich jetzt. Weil, ja, ich habe da nicht die Steuerung für anscheinend. Na, Gatzi. Was ist denn los? Vielleicht weißt du, ein Babygatze ist, die nicht richtig laufen kann. Ja, ist irgendwie süß, wie dumm sie rumtapst. Hm? Essen. Hunger? Hunger, ist doch Essen. Hochheben. Erworbene Gatze zum Fressen rufen. Für ihn zu füllen. Es klappt. Ah, wie süß dummes rennt. Und gleich fällt es hin und stirbt. Das wäre super. Fällt einfach so doch unten. Ach Gott. Okay, jetzt kann sie nachdenklich duschen. Und danach den fucking Fantasy-Roman endlich schreiben. Herrgott, Entschuldigung, schreiben für was? Ja, Entschuldigung wahrscheinlich für Arbeit und so. So. Und Gatzi? Gatzi futtert. Gatzi ist süß. Ja, jetzt ist Gatzi auch wieder glücklich. Dann ist alles gut. Schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper. Was schnuppert Gatzi? Jetzt ist okay zumindest. Das reicht auch. Wie süß dummes Rent, Alter. Hä, warte mal. Der Herr der Katzen. Das passt schon. Das ist viel zu passend. Was? Warte mal. Achso, inspiriert ist schon. Okay. Aber es ist noch nicht stark genug. Weil aber das ist verspielt gerade. Ist. 2 Stunden, das hier hält noch 4 Stunden. Okay, dann wird ein Teil des Buches inspiriert geschrieben werden. Kometenhaft. Sonic Media kann das Wochenende genießen, da jetzt seinen besten Landgrafik. Vielleicht kann er trotzdem ein paar wenig Zeit auf vielleicht Zusatzpunkte. Halt dein Maul. Okay. Energie läuft bei dir nicht so. Gut. Dann krallst du dir jetzt dein Bett und pennst. Danach gehst du baden. Duschen, meine ich. Und dann kannst du ja nochmal ein bisschen zeichnen. Und zwar diesmal Tier. So. Oh, das war ein bisschen zu weit runter. Aber ja, können wir eigentlich gleich gucken. Wie geht's denn denen? Oh, bei denen läuft nicht. Doch, klar. Guck mal, wie viel gut. Da rumgammelt. Ich glaube, die brauchen einen echten Dingens, einen Waschbecken, damit sie es sauber machen können. Arsch, Mann. Das ist Buzz Rex. Die hören Hip-Hop. Ja, weil du den Hip-Hop da reingesetzt hast, oder? Nee. Ich glaube nicht, oder? Also nicht geplant am Mersen. Ich höre auf dem linken Ohr Hip-Hop, Alter. Oh, mein linkes Ohr. Ich auf beiden. Ja, das war jetzt nur mein linkes Ohr. Gott, hat sich das komisch angefühlt. Die können sich auch... Nee, die können sich teilweise so... Warum würdest du hier... Egal. Ich frag nicht nach. Ich hoffe, sie finden bald mal zusammen. Ja, sie ist inspiriert. Gut, das heißt, das Buch wird besser wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Hey, wahrscheinlich ist genauso beschissen. Katzelum. Fenkubu. Ah ja, Moment, nach der Dusche kann er sich auch kurz um Katzi kümmern. Streicheln. Katzelum für Existenz. Ja. So funktioniert das mit Katzen. Wissen wir doch. Kennenlernen. Und danach kannst du dann. Zeichnen Tier. So, jetzt hat er eine gute Warteschlange. Schleife. Hier wollte ich nicht draufdrücken. Katzi spielt. Ach Gott, Katzi ist süß. Süß, dummes Tierchen. Gott, süßes, dummes, glattes Tier. Ja, es ist viel zu glatt, es glänzt. Ist voll irritierend. Schmiek. Aha. Pam! Okay. Ja, komm, mach mal hin hier. Mach dein Buch fertig, das soll ein Bestseller werden. Redet sie nebenher noch mit der Katze? Katzi maunzt. Hat Katzi irgendwas? Oh. Okay, bei ihr läuft. Nicht so mit Spaß zumindest. Ist nicht bald so ein Joren? Beruhigend streicheln. Ja, das dürfte sie bald werden. Freundschaft anbieten. Verscheuchen, Alter. Reden. Kümmer dich um Katzi. Was machst du? Hier hingehen. Ja, dann mach das, wenn du möchtest. Was für nötig hältst. Kümmer du dich bitte um dein Buch, Alter. Hey, hier geht's besser tatsächlich. Hey, das funktioniert bei ihr genauso wie bei mir in echt. Du kriegst Spaß von Katzen treten? Ja. Warte mal, was ist bei ihr los? Ich gehe zum Gewürzfestival, um vorzuprobieren. Ein Geist. Nein. Nein. Wir waren da schon. Das war nicht so geil. Was ist das? Hm? Ich weiß es nicht. Ich könnte Heinrich gewesen sein. Ich weiß nicht, ob der zum Gewürzfestival gehen sollte, um ehrlich zu sein. Aber hey, ich meine, ne? Aber der sah ein bisschen jünger aus als ein Rentner. Vielleicht ist es auch ein Kumpel von Heinrich, wer weiß. Die muss ich übrigens noch einen neuen Typen angeln, also die muss ich auf Arbeit noch irgendwen anlachen. Gudrun und Gret hat soeben Freundschaft geschlossen, was? Ist dir alles okay, Katzi? Anbrüllen, Alter. Das machst du dann bei deinen Tieren, ne? Tierpflege. Nein. Hochheben. Ja. Warum auch immer sie sich einen Kaffee gibt, warum legst du nicht einfach schlafen? Ich frag nicht nach, ist doch egal. Hast du dein Buch jetzt langsam fertig? Hunger bald. Und Energie. Sie muss das Charisma lernen, denk dran. Oh ja, also gut, dass eine. Du sagst, danke, danke, danke. Sie darf sich jetzt noch ein bisschen Kaffee gönnen und dann... Okay, sie hat das komplette Buch geschrieben, gut. Dann gehst du jetzt erstmal, nein, du gehst erstmal an Verlag verkaufen, der Herr der Gatzen. Qualität normal, ist in Ordnung, es muss reichen. Der dann, Bastjor. Oder warte mal, kann sie das Buch, sie kann das Buch studieren, oder? Ja. Dann kann sie es vielleicht noch verbessern. Dann gehst du verdorbenes Essen aussortieren und nimmst die Reste. Dann hast du nämlich genug gegessen, dann kannst dein Buch noch studieren. Wo ist denn das? Also ich glaube, bei Studieren macht sie das nicht besser, sondern vielleicht in Zukunft. Oh, ja, noch nicht bei, kann sie aber tatsächlich Sonne. Gar nicht in dem Fall. Schade. Junge, dann veröffentlich. Hat sie ein Stück Kuchen in der Tasche, das verdorben ist wahrscheinlich? Hat sie. Gut. Stellen wir das doch einfach mal in die Welt. Dann... Vielleicht einfach nach unten zu den Leuten. Vielleicht wer von denen Jungen. Kriegt das? Der da? Oder die? Ja. Ja. Mir egal. Kriegst du ein verdorbenes Stück Kuchen hier von dir. Das wird sich erstmal einverleiben. Wahrlich. Wieso ist die komplette Warteschlange weg? Weil du den Tisch hochgekommen hast wahrscheinlich. Ach ja, verdorbenes Essen aussortieren. Herrgott, das säuberst du nicht, das säubert sie dann. Reste nehmen. Und danach gehst du das Buch veröffentlichen. Merkst jetzt bitte, danke. Und du säuberst das hier. Dann, ja, du säuberst es nur. Und danach kannst du machen, was du willst. Was ist bei dir los mit Energie? Ja, du hast jetzt langsam aufzuschlafen und kümmerst dich um alles andere. Na? Geht voran. Freundschaft geschlossen, das ist gut. Denk dran, dass du dich noch um den Hamster unten kümmerst. Ach ja, genau. Nicht, dass der stirbt. Katzi beschwert sich gerade über irgendwas. Miau, 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 ich bin eine Katze. Das kommt hin, ja? Das kommt hin. Katzenklo säubern. Deine Verantwortung. Ich glaube, die finden das nicht so cool. Ja, das ist mir egal. Kannst finden, wie sie will.
Machst du auch immer mehrere Kaffeetassen, stellst du auf den Tisch und trinkst sie nicht? Ja. Mach die. Ich sing mich gerade an. Metal. Mach die Aufnahme aus. Zwei Fuß. Das hat gerade fast gepasst. Was zum Fick ist da los? Müll lernen. Ja. Nein, das ist bitte so. Müllhammer sieht so gut aus. Das ist sehr irritierend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so aussehen soll. Vielleicht solltest du mehr Müll reinfüllen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, aber dann beende ich an der Stelle jetzt erst einmal den Part. Hoffe, hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.